willkommen im letzten Bock bei Future of Battle Rap. Köln, zeigt mal, dass ihr noch da seid! Yes! Ich hab's zwar schon gesagt, aber sag nochmal, wir sind hier bei Future of Battle Rap! Und ich habe eben schon erklärt, ein Battle ist eigentlich ausgefallen, weil Leonidas hat es zum zweiten Mal heute nicht hierhin geschafft. Trunkenbold hat aber gesagt, ey, ich will euch meine Parts heute nicht vorenthalten. Ja, ich will euch eine Show liefern und zeigen, was für geilen Shit ich mitgebracht habe. Deswegen hat sich der gute Burst entschieden, sich ihm entgegenzustellen, die Dinger abzukriegen. Und ja, wir sind sehr gespannt darauf. Einfach drei Runden nacheinander ohne Konter, ne? Also einfach Text durchballern. Alles klar. Dann macht einmal Lärm für Burst und Trunkenbold. Okay, kick it, Junge. Okay, schön, dass du es geschafft hast, Leonidas. Okay, ich habe mir deine Battles angeguckt. Ich war erstmal komplett überfordert. Ich meine, wo fängt man da an? Zwischen sowohl Konzept- als auch kontextlosen Wörtern. Vielleicht bei dem Fehlen jeglicher grammatikalischer Kenntnisse oder bei deinen imaginären Luftpistolen-Adlibs. Bei deinem Interview Geschleime und den inhaltslosen Reimen. Dazu klingst du ziemlich scheiße. Doch erstmal frage ich dich, Alter, was machst du hier? Ihr seht hier mein zweites Match. Naja, okay, mittlerweile mein drittes, weil du Pisser ja letztes Mal abgesagt hast. Aber ihr seht hier mein zweites Match und du machst seit Jahren deutsche Battles. Jetzt stehst du hier, Future of Battle Rap, Top or Flop. Willst du mich verarschen? Yes! Du machst seit Jahren deutsche Battles, jedes Teil vernimmt er mit, doch gäbe es keinen, der dich vermisst, weil du steigerst dich halt nicht. Im Gegenteil, du wurdest sogar noch vom Big Chief hinterher im Interview gedisst. Wie behindert du wohl bist? Und dann versucht er das Ganze mit Sympathie zu überspielen, doch glaub mir, hör ich dich heute privat so quatschen, hast du Pisse eine Blutung im Darm. Denn gegen dein ekelhaftes Interviewgeschleim hilft nicht mal Mucosolvan. Ey, und dazu bist du noch sowas von textunsicher? Ein Zwischenlärm und du hörst auf. Denn ich mein, da ruft einer rein und Alter, du hörst auf, das was der Typ da sagt. Setz dreimal neu an und gibst die Schultern der Crowd. Denkst, dass du Mitleid erreichst, doch der Saufbold begegnet Feinden Mitleid erreicht. Das Skalpell weiter an den nächsten MHR-Member. Und wenn nach vielen Schnitten dann deine Vitalfunktion noch steht, dann denkst du so, du trotzdem tot. Doch bist schlussendlich nun trotzdem tot. Und nur mal so, einfach als Tipp, du verlierst nicht wegen einer Fehlentscheidung. Dass man dich, nachdem du überall verschissen hast, überhaupt noch irgendwo antreten lässt, ist zu jedem Zeitpunkt die Fehlentscheidung. Yeah. Und beim Schauen deiner Battles hat sich so mal eben um die Hälfte locker die Höhe meines IQs verringert. Doch mein einziger Gedanke war, für ein 90-Sekunden-Match ist der einfach zu behindert, wirklich mies, Mann. Denn für die Angriffsfläche, die du bietest, wirkt selbst jeder Sumo-Ringer-Bulimie-krank. Versteht ihr, was ich meine? Ich dachte so, dieser Leo wird hart mit Wörtern gefickt, Junge, Mörder der Shit. Doch schlussendlich sind 90 Sekunden wohl doch ganz gut. Stört mich auch nicht. Also ging ich es entspannt an und burnt in den Spliff, denn es gibt so unbegrenzt viel, was ich an dir hasse, du Bastard. Hätte ich unbegrenzt Zeit, um einen Text zu schreiben, hätte ich wohl instant einen Burnout gekriegt, Junge, Time. Yeah! Zweite Runde, Trunkenbold. gib mir, Bruder. Okay, wie ihr bis jetzt also unschwer erkannt habt, scheinbar jetzt doch nicht, aber wie ihr bis jetzt also unschwer erkannt habt, kann der kleine Leo noch nicht richtig sprechen. Stellt euch vor, der kann nicht richtig reden. Kann der kleine Leo noch nicht richtig sprechen, also rate ich dir. Bleib mal lieber stumm, Hure, denn für dich ist dieses Match heute zu gewinnen ziemlich schwer umsetzbar. Naja, so wie Freunde in der Grundschule. Ey, Digga, Leute sagen zu mir, sie verstehen mich nicht, weil mein Psyche leicht kaputt ist. Wenn Leute das zu dir sagen, Digga, dann meinen die das akustisch. Denn wirklich jedes deiner Battles vergeht aufgrund deiner mangelnden Sprachkenntnisse so wie Stunden für mich. Der stumpfeste Mist, sowas von strunzdumm doch ist, das dann doch schon auf eine ganz besondere Art und Weise witzig, wenn du erst einen Fake-Joke machst und dann die halbe Runde vergisst. Jo, Konzeptrunde sitzt. Und er sich damals selbst so bezeichnende Newcomer des Jahres spricht in Interviews gerne in Metaphern. Von wegen, man muss auf die Schnauze fallen und klein anfangen, um Fahrradfahren zu lernen. Ganz ehrlich, peile ich nicht. Du spaßt das nicht dein Ernst, denn wenn du versuchst, einen metaphorischen Satz zu bilden, ist das erstmal wahrscheinlich peinlich und zweitens, als lernte man das Fahrradfahren freihändig. Aber die allerbeste Stelle war dann, als du erklären wolltest, wie man sieht, dass du angepisst bist. Du Schwanzgesicht bringst da so markanten Mist, das glaub ich einfach nicht. Du sagst dann sowas wie, dann glaub mir das aus, wenn ich zu lange hab meinen Kopf gefickt. In Zukunft, wenn ich komme mit die Hände in die Tasche, da wisst ihr, da ist ein Problem im Leo. Da wissen wir was? Hä? Spaß, ich mach dir gleich Probleme, Junge. Klatsch vor deinen Schädel, bevor ich deinen Decipher dann verlass.
Denn an solchen Sätzen sieht man, es liegt weder an deinem fehlenden Sprachvermögen noch an deiner Integration. Nein, du bist auch in deinem Heimatland ein Spast, weil du immer so eine Scheiße quatscht, die inhaltlich halt keiner rafft. Und nach dem heutigen Tag ist Future of Battle Rap dann die nächste Plattform neben Diltily Doodle und der BRB, wo sie dich auch noch verbannten. Und Digga, ich hätte jetzt gerne noch ein paar Barshunde geflippt. Doch wirklich, ich habe unironisch kaum was verstanden. Und jetzt hast du wieder etwas Zeit, deinen schlechten Racken-Text zu verschlucken und da kommt eine dritte Runde. Doch keine Sorge, im Gegensatz zu jedem deiner Gegner vorher hatte ich keine Lust zu Vorbereitungszwecken 300 zu gucken. Also fick dich, du. Sagt er nichts. Dritte Runde, Trunkenboy. Okay, dann kommen wir mal zu deiner Delivery oder wie man das schimpft. Okay, da tust du in deinem Bett jetzt immer so, als wären da so riesige Gewehre direkt auf deiner Brust zu sehen. Weil du scheinbar auch wohl glaubst, dass dein Luftgewehr aus Luft besteht. Aber pass mal auf, deine Luftpistolen-Adlibs sind der letzte Strohhalm, den du hast, denn dein Wortschatz ist zu knapp. Ich dagegen halte ohne jeglichen Komfortstellung in der Stadt, denn nur deine Vorstellungskraft verleiht dir bei deiner ganzen Vorstellung Kraft. Du siehst beim Battle wie ein Kind im Sandkasten aus mit einem Waffengestell, über dich lacht noch die Welt. Benutzt deine Fantasie schnell, denn Junge, du bist so dämlich. Für dich bedeutet ein Vorstellungsgespräch, du redest mit dir selbst. Und bei deinem Heidemann-Battle legst du dich noch für die ganze Runde nach unten auf den Boden und nach dem Klatscher von heute, da bleibst du auch da. Naja, so wie Erdmännchen. Sorry dafür, aber... Jo, guck, ich komm bei deiner Mutter vorbei und weißt du warum? Denn sie ehrt Männchen. Okay, aber Spaß beiseite. Du machst auf Waffen oder Splatter-Rap, aber seinem Gegner dann bei jedem Punch erstmal seine Hand reichen. Du wirst gefickt wie von der Dampfwalze, denn anscheinend bist du in etwa so authentisch wie die Politiker, die Gesetze für dieses Land schreiben. Oder die Battles von 4-7, kommt auch selber raus. Ja. Yes. Mein Hass ist echt, dass gar nichts auf Gesetze. Du bist ein verfickter Verlierer. Bei dir wird Hip-Hop zum Spielplatz. Ich dagegen bin komplett durch. Werde nur noch erregt durch das Sezieren von Menschen, weil ich in der Kindheit Dr. Bibber gespielt habe. Ich bin ehemaliger Skater, Sprüher und Rapper, sowohl Tracks als auch A Cappella. Heißt, du kriegst mein Deck per 360-Flip im Arsch oder ich starte in deinem S-Bahn-Yard mit Chrom und Schwarz, besoffen gerade ein Bombing-Attentat mit dem Schriftzug Fick Leonidas. Oder ich fick mit einem Diss-Track deine Mom, weil das Incest-Schwein Pickelbeine hat, die Nutte leg ich nicht mal auf Risky Ice plus Crystal-Steinen flach. Oder ich komm zum Battle und mach dir klar, dass du nichts von all dem hast. Was willst du verfickter Scheißer gegen mich nur reißen? Was? Was hast du für Hip-Hop nur gemacht? Außer das Paradebeispiel für Battles zu sein, wie man dank Sprache und Flow, Grammatik und Chokes eine globale Integration verkackt? Time! Yeah! Hey, Olimoria, haben wir gerade ein geiles Battle gesehen? Yeah! Dieses Battle ist... Nicht Judge, das Einzige heute, aber trotzdem nochmal ein extra Applaus für diese Leistung, für die geilen Punchlines von Trunkenboy! Yeah! Vielen Dank, yes. Dankeschön. Danke. Auch nochmal an dir. Wir werden ihn auf jeden Fall wiedersehen. Props auch nochmal für Burst, der sich hier ehrenhaft hingestellt hat und Punchlines abgekriegt hat und die Fresse halten musste. Yeah! Future of Bad Rap, wir sind raus. Danke.